mir aufgefallen, wie individuell Mobilität doch ist. Jeder hat seine Bedürfnisse und der muss ja immer ganz selber entscheiden, was für ihn in dem Moment gerade die richtige Mobilität ist. Weil Sie können sich auch vorstellen, hier auf der Mainau ganz aufs Auto zu verzichten, ist eine echte Herausforderung, je nachdem, wo Sie hinwollen und was Sie dann auch zu erledigen haben. Und ganz besonders freue ich mich natürlich, dass hier junge Jugendliche und ältere Jugendliche heute hier sind. Das ist nämlich das Besondere des heutigen Tages, dass wir eben nicht alleine tagen unter Expertinnen und Experten, wie das so üblich ist, sondern dass wir uns diesmal vorgenommen haben, wir wollen uns auch mit den Ideen junger Menschen auseinanderzusetzen, über deren Zukunft wir ja immer reden. Wir könnten natürlich auch mal zum Bürgermeister gehen und sagen, ihr findet es notwendig, dass da was getan werden muss. Denn nur wenn ihr euch einsetzt und auch zu eurer Meinung steht, werdet ihr was ändern können. Bei dem Gemeindeentwicklungskonzept in Sexau hatten wir die tolle Gelegenheit, mit allen Altersgruppen zusammenzuarbeiten, von den Kindern über die Jugendlichen bis zu den Erwachsenen. Und bei den Zielen und Maßnahmen haben wir gemerkt, es gibt große Übereinstimmung in der Bestandssituation, wie diese eingeschätzt wird. Zum Beispiel, dass es viel zu viel Pkw-Verkehr gibt. In den Zielen gab es auch große Ähnlichkeiten, indem man gesagt hat, durch dieses hohe Verkehrsaufkommen sollte es doch ein ganz wichtiges Ziel sein, dieses Verkehrsaufkommen zum Beispiel durch Geschwindigkeitsreduzierungen wiederum zu reduzieren. Wir haben aber natürlich auch gemerkt bei den Projekten, dass es sehr lebenssituativ abhängig ist. Die Älteren zum Beispiel brauchen einen barrierefreien Gehweg für ihre Rollatoren. Die Kinder haben gesagt, es wäre schön, wenn der Linienbus auch vor der Schule halten würde. Und es hat sich gezeigt, dass Kinder und Jugendliche wesentlich visionärer denken als Erwachsene. Wobei ich sagen muss, dass visionär absolut nicht utopisch heißt. Aber sie hören nicht auf, an bestimmten Grenzen zu denken, indem es zum Beispiel bei den Erwachsenen häufig heißt, wir müssten erst mal schauen, ob es dafür überhaupt ein Budget gibt. Deshalb im Großen und Ganzen wirklich eine tolle Erfahrung, mit allen gemeinsam an diesem Prozess arbeiten zu können. Für mich war es eine wichtige Entscheidung, irgendwann mal zu erkennen, entweder die anderen machen meine Zukunft oder ich spreche bei meiner Zukunft mit und bringe mich ein. Mach Vorschläge, engagiere mich im Jugendgemeinderat oder als Klassensprecherin oder was auch immer. Das sind so Fragen, wie man sich einbringen kann oder in der Schülermitverantwortung oder bei einer Jugendorganisation oder bei der Jugendgruppe einer Partei oder was auch immer. Jedenfalls, man kann sich entscheiden, ob man nur dabei ist oder selber aktiv was gestalten. Hallo, ich bin die Antje Eibecker-Denkel und ich leite die Fachstelle Kinder- und Jugendbeteiligung in Konstanz. Und wir haben jetzt gerade Schulthementage durchgeführt. Das ist ein Beteiligungskonzept, was wir hier fahren. Und ungefähr 300 Jugendliche aus Konstanz dazu befragt. Und ich bin froh, dass heute ein paar dabei sind, die jetzt noch mehr dazu sagen werden. Ja, also wir sind natürlich auch sehr froh, dass wir als junge Generation, dass uns eine Möglichkeit geboten wird, dass wir unsere Meinung und unsere Ideen zu diesem neuen Stadtteil in Konstanz integrieren durften. Und ja, genau. Sehr dankbar dafür. Eben zu diesem Projekt kamen wir im Unterricht. Unser Lehrer hatte uns das vorgestellt und wir haben ein paar Ideen eingebracht, was man machen könnte, wie man es gut gestalten könnte. Und dann haben wir halt ein paar Personen gewählt, die jetzt eben hier sind und es weiter vorstellen werden. Außerdem ist es mega cool, dass man uns als junge Generation auch zuhört. Und ich fand es mega cool, dass wir mit den ganzen, also Schülern von allen Schulen in Konstanz zusammengearbeitet haben. Alles in allem möchte ich einfach ganz herzlich Dankeschön sagen. Tolle Anregungen, das freut mich immer wieder, wenn wir so eine Unterstützung kriegen. Vielen Dank.